Peace, Männer! Herzlich willkommen zum Review vom Jackalope Archery Amber von der Bogensportwelt. Das Review vom Jackalope Archery Amber, einteiligen Jagd Recurve, 62 Zoll Rechtshand, in meinem Fall 35 Pfund. Ja. Den gibt es noch als Langbogen und als Takedown Recurve, ja, und Refined Recurve. Ich habe mich für den einteiligen entschieden, weil ich einteilig einfach besser finde. Ja. Ich habe da jetzt eine 10 Stränger Botnik Whisper String drauf, eine Speed Hybrid Zähne. Ich habe das Ding jetzt auch mal schon mal geschossen. Es ist mega leise, mega schnell, scheppert nichts, ich brauche keine Puffers und kann damit meinen leichtesten Pfeil schießen. Ein Gold Tip Warrior auf 29 Zoll, der wo gerade mal 18,5 Gramm wiegt. Er hat ein Schaftgewicht von 5,4 Grains per Inch. Mit 70 Grain Spitze und der ballert die Dinger sowas von ruhig und präzise raus. Das ist der Hammer. Das liegt natürlich daran, dass das Ding Carbon in den Wurfarmen hat. Ja? Zwei Lagen Spiderwood Holz hat. Der Bogen, der hat sehr, sehr dünne, filigrane Tipps aus mehrfach verleimten Mercator. Die sind sehr spitz, sehr klein. Vorne hier ist es auch sehr, sehr dünn gemacht. Das heißt, es gibt dem Bogen natürlich auch Geschwindigkeit, ne, und wenig Gewicht, ja, gerade durch das Carbon dann noch dazu. Ja. Dann ist diese ganze Form, diese Recurve-Form, ist ja so, dass das auf Speed ausgelegt ist. Ja. Und das Griffstück ist so designt, dass es Schussruhe geben soll und fehlerverzeihend ist. Ja. Das ist so dieses Besondere an dem Amber. Das war so diese Ambition dahinter. Ja. Zum Amber selber, wir haben natürlich hier wieder den Namen von einem Heilstein oder Edelstein oder Schmuckstein, jetzt in dem Fall der Amber, das ist ja allgemein bekannt, ein energiegeladener Stein, der was bei Anstrengung den Körper wieder in die eigene Mitte bringt oder in anstrengenden Situationen Energie verleihen soll. Ne? Und was passt denn da jetzt wieder besser beim Bogenschießen, wenn man eh schon Kraft braucht, aber dennoch seine Energie wieder zu finden. Ja? Deswegen finde ich den Namen auch wieder so genial, ne? Der Amber. Dann besteht das Mittelstück, das große, kann man auch schon sagen, ein bisschen schwere Mittelstück mit diesen warmen Brauntönen da, also was auch an den Amber natürlich erinnern soll, besteht aus amerikanischer Schwarznuss, ist das dunkle, und das helle ist afrikanisches Amazogwe Wurzelholz, ja, mit einer total geilen Maserung, das ist dann mehrfach verleimt mit einer Lage Mercator, zwei Lagen, so wie es aussieht, Spiderwood, weil das genauso hell ist wie die Wurfarme. Und dann ist in der Mitte noch ein dunkles Holz mit Punkten und da würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass das Bambus ist. Da, das finde ich aber noch raus, aber das ist definitiv, es sieht aus wie Bambus. Ja. Ich mache da später noch ein paar Nahaufnahmen, ein paar Bilder, da seht ihr das. Dieses ganze Gebilde soll natürlich Schussruhe und Stabilität vermitteln und das tut es auch wirklich. Also wie gesagt, ich habe keine Puffers drauf, ich habe eine ewig harte Sehne drauf, schieße meine leichtesten Pfeile und der hat null Handschock, er ist nicht laut, er scheppert nichts, gar nichts. Also das ist der Hammer. Und der wirft die Pfeile raus, der Recurve ist so extrem, ich denke, ihr habt es im Unboxing gesehen, wie extrem die Recurves sind. Ja? Also die Geometrie ist der Hammer. Auch der Tiller und wie er ausbalanciert ist, ist wirklich Wahnsinn. Das Gewicht, die Größe, also da passt wirklich alles. Ja. Was er jetzt genau wiegt, weiß ich nicht. Das finde ich aber auch unwichtig, weil was muss ich wissen, wie viel Gramm mein Bogen wiegt, der muss sich für mich gut anfühlen, ja, und auch gut handeln lassen. Und das macht er. Ja.
Ich denke mal, dass es prädestiniertes Gerät ist für einen 3D-Parcours. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja? Das werden wir natürlich noch testen. Da kommt dann noch ein Video mit dem Tobi wieder zusammen. Ja? Und da gibt es dann Näheres zu erfahren. Ja? So, was ist noch wichtig zu wissen? 62 Zoll Größe hat er. In meinem Fall hat er 35 Pfund auf 28 Zoll. Ist ein Rechtshand. Ist der Ember in der Speed-Variante mit Carbon eben. Wurfarm ist Spiderwood. Ich wiederhole mich jetzt zwar nochmal, aber ich sage es nochmal alles. Mirkata-Tipps. Mittelstück aus Schwarznuss, Amazogwe, Mirkata und Bambo. Ja. So. Was ist noch wichtig zu sagen? Jackalope Archery, genau, 30 Jahre Garantie. Zusammenarbeit mit Botnik Bows, Bogensportwelt. Also das ist ganz großes Kino. Ja. Genau, soviel zum Review. Es folgen dann auf jeden Fall noch Schusstests. Ja. Parcours-Test und ich mache dann noch einen kleinen Vergleichstest zum Malachit. Wo ist da nochmal der Unterschied zwischen diesen High-End-Bögen von Jackalope und dieser Mittelklasse von Jackalope, ja, oder Einsteigerklasse von Jackalope? Und genau, ich denke mal, da kriegt man ein gutes Bild über das Teil. Ne? Also, ich bin auf jeden Fall jetzt schon verliebt in das Ding, ich finde es mega cool. Gibt jetzt eigentlich nichts, was mir nicht gefallen würde. Ich meine, viele würden jetzt gern wieder irgendwas Negatives hören, klar, logisch. Aber da finde ich meiner Meinung nach nichts. Für den Preis ist das auch vollkommen in Ordnung. Wenn man da schaut, was man da bei Bearpaw ausgibt oder so. Ich meine, da ist man in dem gleichen Segment, da kriegt man vielleicht einen Grizzly Hunter. Ne, hat man aber keinen Carbon oder sowas. Ne, kein mehrlagiges Wurzelholz. Ja, da ist dann normales Hadouk verbaut oder Obangol. Oder weiß der Herrgott. Ne. Genau. Wenn ihr Fragen zu dem Bogen habt, schreibt mich an. Ich würde mich über Kommentare freuen. Schau die Links in die Beschreibung zu dem Bogen, ey, check das Ding mal aus. Das ist wirklich mega geil. Wenn ich irgendwas vergessen habe, wie gesagt, ich bin dann gern bereit, Fragen zu beantworten. Und in diesem Sinne, Peace und Cuts for Life, check's and cuts out.